Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meiner Kalinkas Küche. Heute starte ich einen Versuch mit diesem Engelshaarteig oder wie sagt man, diese Kataif-Teig für die Dubai-Schokolade. Ob ich noch jetzt Dubai-Schokolade mache, weiß ich noch nicht, aber dieser Engelshaarteig kann man auch für die andere Füllung verwenden und deswegen wollte ich mal einfach probieren, ob es kann man auch selber machen und wie schwierig ist es selber zu machen, als zum Beispiel zu kaufen, weil es ist auch nicht überall sowas gibt. Und wenn ihr Interesse habt, dann bleiben Sie bei mir und ich werde euch es zeigen, wie ich es gemacht habe. Für den Teig habe ich jetzt vorbereitet folgende Zutaten. 260 ml Wasser, 100 Gramm Weizenmehl, 100 Gramm Speisestärke, Maisspeisestärke, so ein gestrichene halber Teelöffelchen Salz und 15 ml Öl. Öl soll neutral sein, ohne Geruch und Geschmack. So, geben wir einfach alle Zutaten rein. So haben wir alle Zutaten in ein Gefäß gegeben und jetzt herstellen wir einen dünnen Teig. Es ist ungefähr fast wie für den Pfannkuchenteig. Das war's schon. Den Teig müssen wir auch unbedingt sieben, weil wir müssen es jetzt in einen Beutel reinmachen, so wie ich jetzt einfach Gefrierbeutel habe genommen und mache. In so einen Behälter, dass es bequemer ist, Sieb drauf. Und weil wir brauchen sehr, sehr dünne Faden und werden wir ein sehr kleines Loch machen, dass er uns nicht immer verstopft, werden wir den Teig sieben. Weil egal wie wir es nicht mixen, es kommt immer irgendwo so ein kleines Klumpfchen. Deswegen am besten sieben. Und gleich im Beutel. Ja, schaut. So, das haben wir, weil ich habe jetzt so einen Gefrierbeutel genommen, deswegen muss ich so eine Ecke mehr machen. Mache so, dass ich eine Ecke nach oben ziehe und mache dann fest einfach mit so einer Klammer. Und hier ein bisschen lasse ich auch Luft, dass wir unsere Beutel können wir immer so hinlegen, wenn wir ihn nicht benutzen und dass der Teig nicht ausläuft. Am besten dafür, dann nutzt man so eine ungefähr Schale, dass die Ecke immer so oben ist. Aber jetzt gehen wir ans Herd und werden wir unseren Engelshaarteig vorbereiten. So, stellen wir jetzt die Pfanne auf den Herd. Am besten eine beschichtete Pfanne. Und in unserem Beutelchen müssen wir an die Spitze ein ganz kleines Loch einschneiden. Wirklich sehr fein. Und da sage ich euch, es ist gar nicht so einfach. Und wenn die Pfanne jetzt schön warm wird, werden wir spiralartige Form den Teig verteilen in die Pfanne. Mal schauen. Es sollte nicht tropfen, deswegen muss man ein bisschen nachhelfen und in die Beutel hier draufdrücken. Versuche von der Mitte anfangen. Und ich glaube, jetzt. So einfach ist das doch nicht. So, nicht zu viel. Wieder zurücklegen und das jetzt anbraten. Es richtig soll trocken sein. Dann wird er sehen, wie das den Teig von der Pfanne von alleine abgeht. Und dann geben wir auf den Teller. Und sammeln wir dann auf dem Teller und dass es nicht alles so hart wird, am besten gleich auch Tortenglocke vorbereiten und immer wieder abdecken. Na mal schauen, was wir werden jetzt zaubern. Braten nur auf die mittlere Stufe, nicht dass den Teig braun wird. Eventuell kann man sogar umdrehen. Ach, was habe ich noch nicht erwähnt? In die Pfanne ist kein Fett. Es müssen wir braten auf die trockene Pfanne. Jetzt merkt man, der Teig geht von der Pfanne hoch ab. Dann ist er schon fast fertig.
drehe noch kurz, um dass von der anderen Seite auch schön hart wird. Am besten so eine Arbeit machen gleich mit mehreren Pfannen, dann wird man schneller fertig. So, wenn es mal so trocken ist schon von allen Seiten, nehmen wir einfach raus und machen wir den nächsten. Und versuchen wir, dass es weniger wie möglich Tropfen gibt. Mit jeder Pfanne wird immer besser. Und so geht es weiter, bis wir unseren Teig nicht fertig haben. Schaut ihr, es geht jetzt wirklich sehr, sehr gut. Und was wollte ich jetzt noch dazu sagen? Wir müssen, nachdem wir den Teig zubereitet haben, wenigstens in 10 Minuten ruhen lassen, dass die Klebe kann sich entwickeln. Und ich merke, seitdem es ein bisschen Teig steht, es ist auch einfacher, das alles hier zu machen. Und es viel dünner wird, den Streifen. Schaut, geht dann wunderbar. Das müssen wir merken, unbedingt Teig erstmal ruhen lassen. Schaut ihr, wie es ist. Alles schön aussieht. Richtig schön dünn. Bin gespannt am Ende, was das wird und wie viel es wird. So, ich decke immer wieder zu, dass es nicht zu hart wird. Und dann, wenn die Pfanne schon richtig so warm ist, nicht zu heiß. Warm. Auf mittlere Stufe. Ich brate zwischen 8 und 10 und auf meinem Herd ist 14 Stufen. So etwas höher als mittel. Und dann merkt man, wie der Teig geht ab von der Pfanne. Dann drehe ich noch kurz trotzdem um und dann ist schon fertig. So, meine Lieben, bin ich jetzt fertig mit Ausbraten und so ist das jetzt geworden. So ein Teig haben wir jetzt. Die letzte waren richtig schön dünn. Und jetzt kann man das oder gleich verarbeiten, wenn ich gleich sofort wollte machen. Oder macht man das in einen Gefrierbeutel und lagert es jetzt in Gefrierschrank. Und das kann bis 3 Monate im Gefrierschrank aufbewahrt werden, bis das ihr danach dann wird verbrauchen. So, liebe Freunde. Ich wollte nur euch zeigen, dass diese NLSH, diese Kataif-Teig, kann man auch selber machen. Kann ich nur euch dann natürlich warnen, das braucht man wirklich viel Zeit, das alles auszubraten. Ich habe leider nicht gezählt, wie viele Pfannen habe ich gemacht, aber das war wirklich sehr, sehr viel. So, liebe Freunde, wenn ihr wollt das mal selber ausprobieren, dann würde ich mich sehr freuen über eure Kommentare. Wie habt ihr das auch geschafft? Ob das war auch am Anfang ganz schwierig? Natürlich, ich glaube, beim ersten Mal, wenn man irgendwas Neues testet, es ist immer schwierig, bis das mal dann wird sich dran gewöhnen und dann alles läuft von alleine. Das kann man natürlich für die auch andere Füllinge verwenden, nicht unbedingt für jetzt diese berühmte Dubai-Schokolade, sondern auch für die andere Füllinge in die andere Keksform oder zum Beispiel für diese Oreschke, russische Oreschke. Das kann man auch in die Füllung reinmachen. So, liebe Freunde, ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!